Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3, dem neuesten Spiel von Ubisoft. Ich habe es mir heute über Steam runtergeladen und ja, was heißt heute? Am Release Date würde ich sagen, das passt eher. Und ja, alle die die Vorgänger kennen, wissen, dass die Story eng zusammenhängt. Ich erinnere mich soweit, also ich habe für mich selber jetzt auch alle Teile durchgespielt. Und dachte mir, da ich mit dem Let's Play angefangen habe, mache ich einfach aus dem dritten Teil mal eins. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Ich persönlich bin sehr gefesselt von der Story und warte immer wenn der neue Teil rauskommt, warte ich schon quasi auf den nächsten. Ist echt eine schöne Geschichte. Und am Ende von dem letzten Teil war das so, dass man als der Desmond Miles, den man ist, in dem Fahrzeug aufgewacht ist. Nachdem er halt diesen Animus wieder verlassen hat. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. Also ich habe das Spiel gerade gestartet, ein paar Einstellungen jetzt vorgenommen, noch nicht angefangen. Das machen wir jetzt alle gemeinsam. Und ja, ich starte einfach mal. Einzelspieler. Neues Spiel beginnen. Haben wir drei Slots. Haben wir den ersten. Desmond. Okay, uncool. Ich benutze einfach die, ich wie gesagt über Steam runtergeladen und ich spiele es über die Tastatur, also über den Controller. Wenn die Leute früher vom Ende der Welt sprachen, sperrten wir sie ein oder lachten sie aus. Manchmal beides. Doch ernst nahmen wir sie nicht. Hätten wir wohl besser. Doch dazu komme ich später noch. Ich fange besser am Anfang an, bei der Entführung von Desmond Miles, meinem Sohn. Dieser Bursche hatte keinen Ehrgeiz, keine Ziele, keine Pläne für die Zukunft. Was er hatte, war ein Vermächtnis, eines, das er ablehnte. Das kostete ihm fast das Leben. Er wurde geschnappt und eingesperrt. Seine Entführer wollten, dass er etwas für sie findet. Den Apfel. Eines von mehreren Artefakten, die wir Edensplitter nennen. Teile antiker Technologie, die auf dem Globus verstreut sind. Einige versteckt. Einige gefunden, allesamt gefährlich. Die meisten sind im Besitz einer Gruppe, derselben Gruppe, die nun Desmond hat. Sie kennen sie als Abstergo Industries. Wir kennen sie als die Templer, als den Erzfeind. Wir bekämpfen sie seit tausenden von Jahren, sogar noch länger, wenn man die Geschichte ihres Ursprungs glaubt. Ich tue das. Immerhin habe ich die Wahrheit gesehen. Das ist das Schöne und der Schrecken. Dieses Gerät erlaubt es uns, die Leben unserer Vorfahren zu sehen und nachzuerleben. Es hat die Macht, alles zu verändern, uns die Vergangenheit zu zeigen, wie sie wirklich war. Bis zu seiner Erfindung schrieben nur die Gewinner die Geschichte. Wir kämpfen dagegen an, Körper und Seelen zu befreien. Doch unsere Mittel sind begrenzt und die Templer haben momentan die Oberhand. Aber nun nähert sich etwas Größeres als Templer und Assassinen zusammen. Größer als alles andere. Und wenn wir es nicht aufhalten können, werden die nächsten Wochen unsere letzten sein. Für alle von uns. Am Ende hängt alles von ihm ab. Von Desmond. Durch den Animus entdeckte er sein Vermächtnis. Entdeckte die Leben und die Geheimnisse seiner Vorfahren. Währenddessen trainierte er. Von einem anderen Vorfahren empfing er Jahrzehnte der Erfahrung in nur wenigen Tagen. Es klappte. Glauben wir. Hoffen wir. Und bald... Bald wissen wir es. Der ominöse Tag nähert sich schnell. Der 21. Dezember 2012. Niemand weiß, was er bringen wird. Nur, dass wir hier sein sollen, wenn es soweit ist. Sie haben uns geführt auf ihre ganz eigene, frustrierende Weise. Diese Stimmen der ersten Zivilisation. Derer, die vor uns kamen. Einer früheren Rasse mit enormer Macht und unerklärlichen Motiven. Sie sind die Erzeuger der Edensplitter. Hierher haben sie ihn geführt. Und mit ihm uns. Er steht am Eingang dieses uralten Ortes, gewappnet mit dem Wissen Aldeias und den Fähigkeiten Ezios. In seiner Hand hält er den Edenapfel. Und wir stehen ihm zur Seite. Bereit, ihm, wo immer es geht, zu helfen. Sein Name ist Desmond Miles. Und er führte uns zum Ende.
sind da. Wo wir auch immer sind. Aber so endete der letzte Teil von Assassin's Creed. Im Auto auf jeden Fall. Das weiß ich noch. Und wir müssten diesen Eden-Apfel dabei haben. Gehen wir. Das ist der Vater. Das weiß ich auch noch. Wir müssen nichts schleppen, auch nicht gut, auch nicht schlecht. Ich bin auch selber so froh, dass dieses Spiel endlich draußen ist. Hab so lange drauf gewartet, ob das Assassin's Creed Revelations. Oh, was ist hier? Einfach mal hingehen. Wie der Vater schon eben in der Sequenz sagte, ein mächtiges Artefakt derer, die vor der menschlichen Zivilisation die Erde bevölkerten. Im nächsten Augenblick war sie ihm nachgesprungen, ohne zu bedenken, wie in aller Welt sie dort wieder hinauskommen könnte. Sieht auf jeden Fall sehr nice aus. Und gefällt mir sehr gut soweit. Ich meine, ich habe selber noch nicht viel gemacht, aber ja klar, ich bin so ein kleiner Fan von diesem Spiel. Gebe ich ja zu. Ah, wir können sprinten. Und noch eine Tür. Und wieder derselbe Schlüssel. Scheint wohl dasselbe Schloss zu sein. Ich glaube, wir sind da. Okay, ich denke, da kommen wir nicht wieder raus. Ne, kommen wir auch nicht. Naja. Da ein bisschen Gewöhnen dran. Aber wir haben schon leichte Kleinigkeiten hier. Wie über kleinere Abgründe springen. Ich meine, das war nicht mal ein Abgrund wirklich. Aber was ist das? Ja, einsetzen und schauen, was passiert. Und wie wir sehen, passiert hier einiges. Begeistert bin ich schon, muss ich sagen. Den Schlüssel. Finde den Schlüssel. War nicht der Apfel der Schlüssel? Und? Sir? Oh, was passiert hier? Das schon wieder. Das stimmt, er bekommt so eine Art Flashback. Kannst du uns hören? Ja, was passiert? Der Tempel hat einen Sicker-Effekt ausgelöst. Du bist kollabiert und in einen Wahnzustand verfallen. Und natürlich habt ihr mich in den Animus gesteckt, statt, keine Ahnung, nachzusehen, ob ich okay bin. Du warst nicht in Gefahr. Außerdem schien der Tempel mit dir zu kommunizieren. Und ich wollte diese Verbindung nicht unterbrechen, solange wir nicht wussten, was er wollte. Ja, alles klar. Sohn, ich... Nein, schon gut, verstanden.
Und ich weiß übrigens, wonach ich suche. Einen Schlüssel. Ich weiß nur nicht, wo er ist. Schätze, deshalb hat sie den Sicker-Effekt ausgelöst. Sie? You know that. Sie spricht zu mir. Okay, Desmond. Während du Konstantinopel besucht hast, haben wir ein Software-Update für den Animus installiert. Ich würde gerne ein paar Tests machen. Sicherstellen, dass es keine Probleme gibt. Wie immer. Okay. Also was soll ich tun? Ganz einfach. Geh zu der Markierung da drüben. Okay, Desmond. Jetzt kletter mal auf diese Objekte. Ja, hier wird schon mal die Assassinenkunde etwas anders vermittelt. Und nicht zum ersten Mal sehen wir auch Desmond in der reellen Welt so herumklettern. Ja, sieht schon sehr nice aus. Aber direkt so ein kleiner Parcours. Lauf einfach durch diesen kleinen Hindernisparcours. Ziemlich einsteigerfreundlich gemacht. Auch am Anfang diese Sequenz, die Erklärung halt im Endeffekt vom ersten Teil an, wie es so war und wie man quasi bis hierhin gekommen ist. Echt cool gemacht. Und das ist eine Vorgabe. Definitiv lohnenswert zu spielen. Das sind optionale Missionsziele, die deine Synchronität erhöhen. Okay, Desmond. Folge den Anweisungen und schalte die beiden Templer aus. Und der erste. Und der zweite. Hier musst du nur über den Abgrund springen. Über den Abgrund ist gut. Na. Wie gesagt, über den Abgrund ist gut. Du schau sicher dich. Oh je. Wo muss ich denn hier lang, bitte? Keine Lust, jetzt hier hängen zu bleiben. Aber sieht auch schon alles sehr cool aus hier. Okidoki. Nein, nein. Ja. Ja, Kollege, hättest du dich auch festhalten können. Ohne Mist jetzt. Das ist gerade sehr uncool. Ja, finde ich jetzt echt nicht schön. Oh, cool. Ja, da oben meint das auf jeden Fall nicht. Müsste ich denn hier lang, bitte? Ein bisschen scheiße ist das gerade schon. Gebe ich ganz ehrlich zu. Boah, wie fail einfach. Oh Mann, ne, ne. Wenn ich jetzt hier irgendwo runterfalle, raste ich aus. Aber nein, ja, geschafft. Wunderbar, schön. Desmond, mein Freund. Soll nicht alles vergessen. Kleine Hindernisparcours. Macht schon relativ Spaß und eine Freude auf das Spiel. Die Synchronisation sieht jetzt gut aus. Jetzt können wir die Umwelt rekonstruieren. Finden wir heraus, was der Tempel von dir erwartet. Wow. Bin ich auch gerade gespannt, was der Tempel von mir erwartet. Sir. Sir. Alles in Ordnung, Sir. Ja, doch. Ich war nur in Gedanken. Nur das. Und vergesst eure Einladung. Master Birch wird euch drinnen erwarten. Ich will nur mal sein Gesicht sehen. Wo darf ich euch abholen, wenn ihr fertig seid? Gleich vor dem Opernhaus. Und bitte beeilt euch. Es wird sicher nicht lange dauern.
Dann werde ich gleich vorfahren. Vorfahren? Stimmt, es gibt ja... Okay, es gab schon länger Kutschen. Mission starten. Starten wir mal eine Mission und schauen... Einladung bitte. Was passieren euren wird. Mantel bitte, Sir. Hm. Cooler Auftritt. Neue E-Mail erhalten. Ladies und Gentlemen, nur später nach. Bitte eure Plätze einnehmen würde. Einen Sitzplatz finden. Guten Abend, Sir. Hier entlang, bitte. Alles klar, Kollege. Ja. Verzeiht bitte. Oh, echt nice gemacht. Und sitzen dürfen wir jetzt endlich. Abend, Häfen. Reginald? Ich kann euch gar nicht sagen, wie froh ich bin, von dieser Wiederaufführung zu hören. Mit Abstand, wer ist beste Arbeit? Habt ihr es bereits gesehen? Einmal. Mein Vater nahm mich als Kind mit. Doch ich erinnere mich kaum daran. Und ich fürchte, dass ich mir diesen Luxus auch heute nicht gönnen werde. Nein, da habt ihr wohl recht. Dann weiter zum Geschäft. Seht ihr ihn? Das goldene Ziel. Ist doch da oben, oder nicht? Ah, geht doch. Er sitzt in einer der Logen da oben. Die Treppe wird bewacht. Ihr werdet einen anderen Weg finden müssen. Ah, ja. War ja klar. Stehen wir mal auf. Weiter geht's links lang. Oh, verzeiht bitte. Entschuldigt. Machen wir uns mal hier auf den Weg. Geht den Weg lang, den wir eben schon gesehen haben. Wie auch in den vorigen Teilen wird das immer so gemacht, dass man den Weg, den man gehen möchte, also gehen muss im Endeffekt, einmal kurz vorgezeigt bekommt, wenn es so ein längerer Kurs ist. Und hier hoch. Ja, super. Hätte ich auch vorher dran denken können. Ja, wunderbar. Und die merken rein gar nichts. Klar, ich meine, die sind ja begeistert von da unten. Die sehen ja auch so viel. Hier ist es leer. Wunderbar. Steht da, im Kreis drehen und den richtigen Winkel zu finden, dann Haken in Position halten. Ja. Cool. Nettes kleines Feature, was ich von den vorigen Teilen nicht kenne. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr nice gemacht. Bei Assassin's Creed war das ja bis jetzt auch immer so, dass immer neue Teile, also neue Sachen eingebaut wurden. Okay, ja. Also immer wieder neue Sachen in jedem Spiel, die zu machen waren. Sei es jetzt kampftechnisch, sei es movementtechnisch, einfach nur kleine Spielereien, wie jetzt gerade eben mit der Tür zum Beispiel auch.
Aber das auch alles sehr nice. Vorsicht. Und da sind wir. Hey. Warum seid ihr nicht gekommen? Wir hätten einen Weg gefunden. Ja. Aber dann hättet ihr es gewusst. Was es hilft. Es tut mir leid. Ja, mir auch. Wenn der kleine Junge auch immer ist, wird er schweigen, wird er reden? Wir wissen es nicht. Pro werden sie es jetzt merken. Irgendwas wird schief laufen. Der Rand in der Bühnensacke. Schnell! Ruhe, bitte! Ja, ich kann nicht mal schnell gehen. Ergreift ihn! Welcher Mann, bitte. Oh, ja. Der war's. Ja, ich helfe euch. Nein. Verzeiht bitte, Madeline. Nicht drängen. Bitte jemand. Herr Anna, hoch! Jetzt können wir wirklich schneller gehen. Das gefällt mir. Es ist doch auf dem Rang geschehen. Was machen diese Männer da drin? Los, Bewegung! Kein Grund zur Sorge! Hey! Und wieder haben wir das Schnellgehen. Okay, einmal verlernt gehabt und dann wieder gelernt. Ich meine, an die Wand zu lehnen war jetzt sicherlich nicht das Beste. Verdächtigt uns ja eh keiner. Dann lehnen wir uns einfach an die Wand und tun so, als wären wir es gewesen. Gucken, ob wir es schaffen, hier rauszukommen. Springen werden wir jetzt sicherlich nichts. Wollen ihr was von der Story mitbekommen? Und wie war die Oper? Ja, langweilig, ehrlich gesagt. Sollen wir los, dann? Ja. Ecke Fleet und Bright. Wie ihr Befehl. Ja, ist das etwa der Schlüssel? Gentlemen, ich habe hier einen Schlüssel. Und wenn man diesem Buch glauben darf, öffnet er die Tore eines Lagerhauses, derer, die vor uns kamen. Ah ja, die, die die Welt beherrschten, zerstörten und verschwanden. Wissen wir, was wir darin vorfinden werden? Vielleicht uraltes Wissen, vielleicht eine Waffe oder etwas Unbekanntes, dessen Aufbau und Verwendung sich uns entzieht. All dies könnten wir finden, oder gar nicht. Sie bleiben mir ein Rätsel, diese Vorläufer. Aber bei einer Sache bin ich mir sicher. Was immer auch darin warten mag, wird uns allen bestimmt ein Segen sein. Oder unseren Feinden, dass wir es zuerst finden. Niemals! Dafür habt ihr gesorgt! Ich nehme an, ihr wisst, wo das Lagerhaus ist. Ah, Mr. Harrison. Gentlemen. Was sagen Ihre Berechnungen? Der Ort liegt sicher irgendwo in dieser Region. Das ist ein sehr großes Gebiet. Verzeiht mir. Wenn ich genauer sein könnte... Schon gut. Für den Anfang wird es reichen. Und deshalb bestellten wir euch hierher, Master Kenway. Wir möchten, dass ihr nach Amerika reist, das Lagerhaus findet und den Inhalt in Besitz nehmt. Ich stehe zur Verfügung. Obwohl eine Aufgabe dieser Größenordnung mehr als nur mich erfordern wird. Natürlich.
Auf diesem Papier sind die Namen von 5 Männern, die uns zugeneigt sind. Sie alle haben besondere Eigenschaften, die euch helfen werden. Mit diesen Männern wird es euch an nichts fehlen. Nun, dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich wusste, ihr würdet uns nicht enttäuschen. Euch erwartet ein Schiff nach Boston. Es legt im Morgengrauen ab. Geht nun, Hayton, und gereicht uns zur Ehre. Mal gucken, wie wir an den Schlüssel kommen werden. Mission beendet, 100 von 100. Volle Synchronisation, das hört sich wunderbar an. Und wir werden jetzt... Jetzt sind wir auf dem Schiff. Atlantischer Ozean, Tag 2. Ein schönes Liedchen wird gesungen. Wetter sieht gut aus. Wind ist da. Auch ein definitives grafisches Update zum letzten Teil. Etwas frische Luft wird gut tun. So, wir sind auf dem Schiff. Ich würde sagen, was geht denn da hinten ab? Ja, da buggt die Grafik ganz leicht rum. Warum auch immer ist gerade so passiert, soll mich erstmal nicht weiter interessieren. Denn ich werde an dieser Stelle hier erstmal eine kleine Pause einlegen. Das war der erste Part von Assassin's Creed 3. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich freue mich auf mehr. Ich hoffe, ihr tut es auch. Und was ich noch nebenbei erwähnen wollte, ist, ich würde es euch anbieten, dass ich von den Vorgängern, dann nach diesem Teil hier angefangen bei ersten Teil, eine Let's Play-Reihe starten. Wie ihr diese Idee findet, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben. Falls euch gefallen hat, würde ich mich über einen Like freuen. Und somit bis zum nächsten Mal. Macht's gut.